Große Familienvermögen sichern und mehren, und das in Zeiten finanzieller Repression. Das ist ganz sicher keine einfache, keine leichte Aufgabe. Bei einer passenden Konzeption und Strukturierung des Kapitalstocks jedoch durchaus möglich. Wir reden über dieses Thema mit Dr. Gregor Seigel ganz außen von mir und Dr. Axel Wenzel in der Mitte, beide Partner bei Oppenhoff. Herzlich willkommen hier auf der Plato Euro Finance Konferenz, auf dem Family Office Forum in Königstein. Herr Wenzel, zunächst mal ganz grundsätzlich. Wir leben nicht zuletzt durch Corona und etwaig disruptiv politischen Konstellationen in, so würde ich es schon mal behaupten, unsicheren Zeiten. Macht sich das in der Struktur der täglichen Themen bei Ihnen bemerkbar? Ja, allerdings macht sich bemerkbar. Wir verzeichnen einen Zuwachs an Nachfolgeberatungsmandaten. Das ist durchaus festzustellen. Die Mandanten haben offensichtlich mehr Zeit gehabt oder auch Anlässe gehabt, über die eigene Endlichkeit nachzudenken, was durchaus ein Konzept war, was nicht bei allen Unternehmern bekannt zu sein schien in der Vergangenheit. Das hat sich massiv geändert, und es werden viele Stiftungserrichtungen nachgefragt. Ja, ob die Mandanten dann auch mit einer Stiftung letzten Endes nach Hause gehen oder bei irgendetwas anderem landen, ist nochmal eine andere Frage. Aber die Stiftung, es wird also nach sicheren Konstrukten gesucht, und darin liegt aber gleichzeitig auch ein gewisser Zielkonflikt. Sie sprachen es gerade an, halt das Disruptive. Die Stiftung, die Sicherheit wird hier ein bisschen erkauft durch eine Unflexibilität. Und da muss man halt besonderes Augenmerk dann darauf richten, dass man eine Stiftungsgestaltung wählt, die noch einen Rest auch an Handlungsspielräumen lässt, um auf solche disruptiven Zeiten dann mit Gegenmaßnahmen reagieren zu können. Also halten wir gleich mal fest, das sind die Themen, die gesetzt sind, Herr Seigel. Machen Sie es für uns etwas konkreter. Welche Fragen werden in diesem Kontext immer wieder gestellt? Und ja, was beschäftigt die Familien dort im Kern mit diesen Fragestellungen am ehesten? Also die Familien beschäftigt zum einen, wie sie ihr Vermögen sichern und welche, ich sag mal, neudeutsch gesagt, Assetklassen sie dafür verwenden. Und dann wollen sie natürlich, und da sind wir gefragt, also wir sind ja nicht die Vermögensverwalter für die Familien, die fragen dann, mit welchen Rechtsformen kann ich das, also kann ich diese Vermögen halten? Und da kommen wir ins Spiel und suchen halt die optimale Rechtsform für die jeweilige Familie, für deren Investment aus. Und da ist dann natürlich die Frage, ist es eine vermögensverwaltende GmbH und Co. KG oder nur in Anführungszeichen, eine vermögensverwaltende GmbH? Wann schlagen Sie welches Konstrukt vor? Für wen ist das interessant und über welche Summen reden wir hier, die dann in die jeweiligen Konstruktionen gesteckt werden? Also sag mal, für die Vermögensverwaltung, eine GmbH und Co. KG werden häufig Immobilien, also ist die richtige Rechtsform für Immobilienbestandshaltung. Die GmbH mehr für Beteiligungen, das hat einen steuerlichen Hintergrund, und in selteneren Fällen auch für Immobilien. Aber wirklich aus meiner Sicht in selteneren Fällen, das müssen dann die richtigen, sag mal, Voraussetzungen dafür sein. Und das sind so die beiden Grundrechtsformen, die die Familien nutzen für ihre Investments. Was ist denn der entscheidende Vorteil einer solchen Gesellschaftsrechtsform? Es sind steuerrechtliche Gründe und es sind vor allem auch gesellschaftsrechtliche Gründe. Man will die Geschäftsführung absichern, also sind jetzt die gesellschaftsrechtlichen Gründe, Geschäftsführung absichern. Man will möglichst, wenig Diskussion im Gesellschafterkreis oder wenig Streit haben und das so steuern können, dass es bestmöglich die Rechtsform dafür geeignet ist. Wie sind dann die Entnahmemöglichkeiten im Ernstfall? Ja, das legt jede Familie selbst fest. Da gibt es dann jedes Jahr einen Verwendungsbeschluss für den Gewinn, mit der die Familie dann festlegt, was dann an die jeweiligen Familienmitglieder ausgeschüttet wird. Ganz unabhängig vom Vermögensschutz, Herr Wenzel, geht es auch um das Thema Familienverfassung, das Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Mit welcher Motivation? Die Familienverfassung soll letzten Endes die Unternehmerfamilie stärken und damit auch zur Überlebensfähigkeit des Familienunternehmens an sich beitragen. Weil man darf nicht verkennen, dass dass ein Familienunternehmen Chancen und Risiken zugleich natürlich beinhaltet. Weil hier gibt es ein Wechselspiel verschiedener Kräfte, also vor allem Macht, Liebe und Geld, die in ein Gleichgewicht gebracht werden wollen. Und dazu soll die Familienstiftung letzten Endes einen Beitrag leisten.
Letzten Endes geht es also darum, hier die Familie zu stärken, damit auch das Familienunternehmen zu stärken und hier die Vorteile eines Familienunternehmens, die dieses gegenüber anderen Unternehmensformen hat, auch in den Vordergrund zu stellen und hier für die Familie nutzbar zu machen. Macht, Liebe, Geld, sagen Sie. Das klingt ein bisschen wie bei Shakespeare. Ja, ist es wahrscheinlich auch. Denver-Clan. Denver-Clan vielleicht auch noch mit rein. Aber was sollte eine Familienverfassung, ich weiß, wir können nur an der Oberfläche arbeiten, was sollte sie idealerweise beinhalten? In der Tat, an der Oberfläche, die ist höchst individuell, die Familienverfassung. Das kann man nicht, das ist kein Schubladendokument jetzt irgendwie. Das ist auch kein Dokument, was man einmal macht und in 25 Jahren guckt man mal rein, was drin ist. Es wird gelebt natürlich. Und teilweise muss man auch sagen, ist ein bisschen der Weg das Ziel bei einer Familienverfassung. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass wichtige Themen frühzeitig einmal adressiert und angesprochen werden. Jetzt kann man noch etwas, wenn man die Probleme erkannt hat, daran ändern. Nach einem Erbfall, nach einer Unternehmensübergabe ist das sehr viel schwieriger, vielleicht auch existenzbedrohend. Aber ein genereller Inhalt ist eigentlich immer, was sind die Werte, was sind die Ziele der Familie? Ist das Unternehmen Mittel zum Zweck oder ist das Teil der Identität dieser Familie tatsächlich? Was sind die Rollen? Wer ist Familie? Ja, was ist mit Ehegatten? Gehören die zur Familie? Was ist mit ehelichen Abkömmlingen oder nicht-ehelichen Abkömmlingen? Das sind sehr schwierige Fragen, wie Sie sich vorstellen können, dann auch in der Konzeption einer Familienverfassung. Und auch, was ist mit der Mitarbeit von Mitgliedern der Unternehmerfamilie im eigenen Unternehmen? Das ist ja auch immer sehr konfliktträchtig. Dann geht es um die Frage oder um Gremien. Gibt es ein Family Office? Gibt es einen Familientag? Gibt es einen Family Manager? Was sind die Kompetenzen? Gibt es ein Rotationsprinzip und so weiter? Und dann ist die Frage nach den Instrumenten. Das ist auch immer ein wesentlicher Punkt. Also gerade bei großen Familien, wie funktioniert die Informationspolitik? Nach innen vor allem, aber auch nach außen. Gibt es eine gemeinsame Linie hinsichtlich Familienphilanthropie? Was ist mit Familientagen? Was ist mit Family Education? Das sind Dinge, die dort geregelt werden und schließlich auch Fragen zu Eheverträgen, Erbverträgen. Sind die erforderlich? Was muss da rein? Was ist mit der Qualifikation für die Nachfolge? Wann darf ich auch in die Unternehmensleitung einsteigen? Welche Qualifikationen muss ich dafür erfüllen? Das sind so einige der wesentlichen Themen, die dort beleuchtet werden. Das sind sogar viele wesentliche Themen, die wir hier gerade besprochen haben. Ein sehr komplexes Konstrukt, wie ich finde. Herr Seikel, abschließend Frage an Sie. Wie definieren Sie Ihre Rolle in diesem Prozess und in dieser ganzen Entwicklung? Nicht nur mit Blick auf die Familienverfassung, sondern auf den Gesamtkontext. Als Moderator und kluger Ratgeber. Also das sind auch Prozesse, die häufig sehr lange dauern, also Monate, wenn nicht Jahre, bis dann wirklich das am Ende alles steht. Und da gibt es viele Besprechungen und viele Themen, die da eine Rolle spielen. Und man muss immer gut zuhören und dann versuchen, das Bestmögliche, also das auch moderieren, wenn es mal auch einen Streit gibt innerhalb der Familie oder einen Zielkonflikt. Und gut zuhören, die Konflikte lösen und die klugen Ratschläge geben, dass das genau passend für die Familie maßgeschneidert die Lösung ist. Meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen hier noch eine erfolgreiche Veranstaltung. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.